Hallo, ihr Lieben. Ich möchte mal mit euch über einen Artikel reden, den ich heute in der Jungen Welt gelesen habe. Da wird der Rainer Braun interviewt und behauptet doch tatsächlich, dass Endgame eine rechtsoffene oder eine eindeutig rechtsoffene Bewegung wäre. Darüber habe ich mir Gedanken gemacht. Was soll das bedeuten und was soll das eigentlich bezwecken? Nun ist es ja so, dass ich mit einer der Organisatoren von Endgame bin und ich kann natürlich nicht für alle Leute dort sprechen. Ich kann nur für mich selbst sprechen, aber das will ich hier mal tun. Rechts oder links offen, was bedeutet das? Rechts und links sind ja zwei Bezeichnungen, die entstanden sind in der französischen Abgeordnetenkammer 1814. Da saßen rechts die Konservativen, die also das System erhalten wollten, und links saßen die, die diese politischen Verhältnisse gerne ändern möchten. Und dadurch entstand dieses Rechts- und Linksdenken. Die Bundeszentrale für politische Bildung sagt, links stände für Gleichheit, Gerechtigkeit, Internationalismus, Zentralsteuerung und Solidarität. Rechts sei, wenn man für Unterschiede ist, für Individualität, für Freiheit, Leistungsgerechtigkeit oder auch nationale Interessen. Dann gibt es ja den Begriff Faschismus und der wird sehr gerne mit rechts gleichgesetzt, obwohl der oder mit rechtsextrem, obwohl der Philosoph Habermas auch linken Faschismus nennt. Es gibt andere Unterteilungen, es gibt progressiv und konservativ, also progressiv auch wieder die, die etwas ändern wollen und konservativ die Menschen, die alles an den politischen oder gesellschaftlichen Verhältnissen so belassen wollen, wie es ist. Es gibt die Unterscheidung in nationalistisch oder internationalistisch, wo halt auch wieder Probleme sind mit der Abgrenzung. Wenn wir rechts-links denken wollen, glauben ja viele, dass nationalistisches Denken eher das rechte Denken wäre. Aber wenn man zum Beispiel sich die nationalen und sozialen Errungenschaften anschaut in einem Land, passiert es auch immer häufiger, dass dann auch linke Parteien auf nationaler Ebene denken, um ihre nationalen Errungenschaften zu verteidigen. Es gibt Marxisten, die erklären können, warum man auch, wenn man für Solidarität steht, auch national denken muss. Umgekehrt ist es zum Beispiel auch so, dass ja von vielen Linken Globalisierungskritik geübt wird. Aus meiner Sicht zu Recht, aber wenn man Globalisierung kritisiert, muss man natürlich einen Gegenentwurf haben, der dann eher eine regionale oder dezentrale Handlungsweise darstellt. Es gibt auch ganz verrückte Strömungen, gerade bei den Linken, zum Beispiel diese sogenannten Antideutschen, die offensichtlich gegen Nationalismus, also zumindest gegen Deutschland als Nationalstaat sind, aber gleichzeitig mit Israel-Fahnen rumlaufen, mit einem Staat, der sehr nationalistisch agiert. Also Nationalisten, die gegen Nationalisten sind. Extrem wirr und unverständlich, aber es gibt wirklich in diesem politischen Spektrum verschiedenste Bewegungen und verschiedenste Ausrichtungen. Ich habe auch noch ein Dreieck gesehen, in dem Freiheit, Liberalismus auf der einen Ecke dieses Dreiecks steht, Erhalt und Konservativismus an einer anderen Ecke und Gleichheit und Sozialismus an noch einer Ecke. Auch diese Unterscheidung kann man sehen. Und ich kann mich erinnern, ich habe mal eine Darstellung gesehen, wo das versucht wurde, nach Themen einzusortieren. Dass man gesagt hat, die Linken wären die, die sich also mehr mit sozialen Themen auseinandersetzen, mit Solidarität, mit Frieden und so weiter. Und die rechten Kräfte würden sich unter anderem mit ökonomischen Themen auseinandersetzen oder mit juristischen Themen. Auch das ist ziemlich wirr und passt nicht immer. Wenn ich mir anschaue, ich habe ja ein Buch von Sarah Wagenknecht zum Beispiel gelesen, die ja in der Linken ist und die dort sehr viele ökonomische Themen angesprochen hat und die Probleme, die wir in unserer Ökonomie haben und die ich als Volkswirt 100% unterschreiben kann. Ein sehr gutes Buch, das ich jedem empfehle. Aber gleichzeitig sind das angeblich rechte Themen. Ist Sarah Wagenknecht eine Rechte unter den Linken? Ist doch albern, oder? Genauso spricht Herr Gysi ja auch immer wieder juristische Themen an, was ja auch sein Fachgebiet ist. Und zum Beispiel zweifelt er die Souveränität Deutschlands in einigen Punkten an.
Und das seien ja angeblich rechte Themen. Gysi ist ja nun ein Linker. Also man merkt, das ist ziemlich absurd, diese Unterscheidung in ganz vielen Fällen. Und es macht mir da Kopfzerbrechen, wenn jemand behauptet, ihr seid jetzt rechtsoffen. Bin ich dann offen für Herrn Gysi und Frau Wagenknecht? Ja, das bin ich. Bin ich offen für bestimmte konservative Ideen? Sicherlich. Ich bin Volkswirt. Natürlich mache ich mir auch Gedanken über ökonomische Themen, über das Geldsystem oder irgendwelche Probleme, über das bedingungslose Grundeinkommen und so weiter, was ja natürlich auch an ökonomische Konzepte gebunden ist. Als Mensch, der ganzheitlich denkt, kann ich doch nicht die Hälfte der Themen ausschließen. Das wäre doch total albern in einer vernetzten und komplexen Welt. Und wenn ich die Hälfte der Themen ausschließe, dann bin ich doch einseitig. Und dann bin ich ja nicht nur wissenschaftlich auf dem absoluten Holzpfad, ich bin ja dann auch menschlich, ich bin ja dann kein Humanist mehr, wenn ich die Hälfte der Menschen oder mehr oder weniger ausschließe, weil sie nicht in meine Ideologie passen. Also was ist denn dann das Problem, dass ich zu einer Ideologie offen sein soll und zu einer anderen nicht? Was bedeutet das, links oder rechts offen zu sein? Das ist doch absurd. Wenn aber der Herr Braun damit meint, dass man nicht offen sein soll gegenüber Rechtsextremen, Rechtsradikalen, kann ich das durchaus verstehen. Natürlich habe ich meine Probleme zum Beispiel mit NPD-Abgeordneten, die sich bei uns auf eine Endgame-Veranstaltung hinstellen, NPD-Anhänger, die sich dann mit uns fotografieren lassen. Vom Fotograf, der übrigens sonst nur Fotos für den Verfassungsschutz macht. Da kann ich mir Fragen stellen, inwieweit diese Partei überhaupt eine demokratische Partei oder nicht eine vom Verfassungsschutz durchsetzte Partei ist, die irgendwie ganz andere Zwecke erfüllt. Wenn sowas ist, natürlich muss ich mir da Gedanken machen und diesen Strömungen und Kräften nicht offen sein. Das kann ich verstehen, wenn er das meint. Aber das weiß ich nicht, ob er das meint. Jedenfalls muss ich doch menschoffen sein. Ich muss doch im Zentrum stehen. Wenn ich wirklich für Menschen etwas bewegen will, muss ich doch für Menschen, ob sie jetzt aus dem konservativen Lager kommen oder aus einem eher solidarischen Lager, muss ich doch beiden die Hand reichen. Ansonsten wäre es doch albern, ansonsten wäre ich doch kein Humanist, ich wäre doch nur ein Halbhumanist oder ein Antihumanist. Das geht doch nicht. Das hat doch nichts mit einem Gleichgewicht zu tun oder mit Ganzheitlichkeit. Deswegen bitte ich alle Leute, legt mal bitte eure Ideologien beiseite. Fasst euch mal an die Hände und stellt fest, dass wir alle Menschen sind, dass wir alle Frieden wollen und dass wir alle gemeinsam zusammenleben wollen und dass jede Ideologie und jede Partei, das steckt doch im Namen Part schon drin, uns spalten wird und uns spalten soll. Und damit muss Schluss sein. Und ich möchte gemeinsam mit euch diese Welt besser machen. Und das werden wir auch tun. Am 18.04. werden wir in Chemnitz auf die Straße gehen und wir werden am 8., am 9., am 10. Mai werden wir in Berlin stehen, weil wir natürlich froh sind, dass wir vom Faschismus befreit wurden und weil wir nie wieder Faschismus wollen. Aber das wollen wir als Menschen und nicht als Ideologen, die die Hälfte der anderen ausschließen. Vielen Dank. Ökonomischen Themen auseinandersetzen oder mit juristischen Themen. Auch das ist ziemlich wirr und passt nicht immer. Wenn ich mir anschaue, ich habe ja ein Buch von Sarah Wagenknecht zum Beispiel gelesen, die ja in der Linken ist und die dort sehr viele ökonomische Themen angesprochen hat und die Probleme, die wir in unserer Ökonomie haben und die ich als Volkswirt 100% unterschreiben kann. Ein sehr gutes Buch, das ich jedem empfehle. Aber gleichzeitig sind das angeblich rechte Themen. Ist Sarah Wagenknecht eine Rechte unter den Linken? Ist doch albern, oder? Genauso spricht Herr Gysi ja auch immer wieder juristische Themen an, was ja auch sein Fachgebiet ist. Und zum Beispiel zweifelt er die Souveränität Deutschlands in einigen Punkten an. Und das seien ja angeblich rechte Themen. Gysi ist ja nun ein Linker. Also man merkt, das ist ziemlich absurd, diese Unterscheidung in ganz vielen Fällen. Und es macht mir da Kopfzerbrechen, wenn jemand behauptet, ihr seid jetzt rechtsoffen. Bin ich dann offen für Herrn Gysi und Frau Wagenknecht? Ja, das bin ich. Bin ich offen für bestimmte konservative Ideen? Sicherlich. Ich bin Volkswirt. Natürlich mache ich mir auch Gedanken über ökonomische Themen, über das Geldsystem oder irgendwelche Probleme, über das bedingungslose Grundeinkommen und so weiter, was ja natürlich auch an ökonomische Konzepte gebunden ist. Als Mensch, der ganzheitlich denkt, kann ich doch nicht die Hälfte der Themen ausschließen. Das wäre doch total albern in einer vernetzten und komplexen Welt. Und wenn ich die Hälfte der Themen ausschließe,
dann bin ich doch einseitig. Und dann bin ich ja nicht nur wissenschaftlich auf dem absoluten Holzpfad, ich bin ja dann auch menschlich, ich bin ja dann kein Humanist mehr, wenn ich die Hälfte der Menschen oder mehr oder weniger ausschließe, weil sie nicht in meine Ideologie passen. Also was ist denn dann das Problem, dass ich zu einer Ideologie offen sein soll und zu einer anderen nicht? Was bedeutet das, links oder rechts offen zu sein? Das ist doch absurd. Wenn aber der Herr Braun damit meint, dass man nicht offen sein soll gegenüber Rechtsextremen, Rechtsradikalen, kann ich das durchaus verstehen. Natürlich habe ich meine Probleme zum Beispiel mit NPD-Abgeordneten, die sich bei uns auf eine Endgame-Veranstaltung hinstellen, NPD-Anhänger, die sich dann mit uns fotografieren lassen. Von einem Fotograf, der übrigens sonst nur Fotos für den Verfassungsschutz macht. Da kann ich mir Fragen stellen, inwieweit diese Partei überhaupt eine demokratische Partei oder nicht eine vom Verfassungsschutz durchsetzte Partei ist, die irgendwie ganz andere Zwecke erfüllt. Wenn sowas ist, natürlich muss ich mir da Gedanken machen und diesen Strömungen und Kräften nicht offen sein. Das kann ich verstehen, wenn er das meint. Aber das weiß ich nicht, ob er das meint. Jedenfalls muss ich doch menschoffen sein. Ich muss doch im Zentrum stehen. Wenn ich wirklich für Menschen etwas bewegen will, muss ich doch für Menschen, ob sie jetzt aus dem konservativen Lager kommen oder aus einem eher solidarischen Lager, muss ich doch beiden die Hand reichen. Ansonsten wäre es doch albern, ansonsten wäre ich doch kein Humanist, ich wäre doch nur ein Halbhumanist mit der Abgrenzung. Wenn wir rechts-links denken wollen, glauben ja viele, dass nationalistisches Denken eher das rechte Denken wäre. Aber wenn man zum Beispiel sich die nationalen und sozialen Errungenschaften anschaut in einem Land, passiert es auch immer häufiger, dass dann auch linke Parteien auf nationaler Ebene denken, um ihre nationalen Errungenschaften zu verteidigen. Es gibt Marxisten, die erklären können, warum man auch, wenn man für Solidarität steht, auch national denken muss. Umgekehrt ist es zum Beispiel auch so, dass ja von vielen Linken Globalisierungskritik geübt wird. Aus meiner Sicht zu Recht, aber wenn man Globalisierung kritisiert, muss man natürlich einen Gegenentwurf haben, der dann eher eine regionale oder dezentrale Handlungsweise darstellt. Es gibt auch ganz verrückte Strömungen, gerade bei den Linken, zum Beispiel diese sogenannten Antideutschen, die offensichtlich gegen Nationalismus, also zumindest gegen Deutschland als Nationalstaat sind, aber gleichzeitig mit Israel-Fahnen rumlaufen, mit einem Staat, der sehr nationalistisch agiert. Also Nationalisten, die gegen Nationalisten sind. Extrem wirr und unverständlich, aber es gibt wirklich in diesem politischen Spektrum verschiedenste Bewegungen und verschiedenste Ausrichtungen. Ich habe auch noch ein Dreieck gesehen, in dem Freiheit, Liberalismus auf der einen Ecke dieses Dreiecks steht, Erhalt und Konservativismus an einer anderen Ecke und Gleichheit und Sozialismus an noch einer Ecke. Auch diese Unterscheidung kann man sehen. Und ich kann mich erinnern, ich habe mal eine Darstellung gesehen, wo das versucht wurde, nach Themen einzusortieren. Dass man gesagt hat, die Linken wären die, die sich also mehr mit sozialen Themen auseinandersetzen, mit Solidarität, mit Frieden und so weiter. Und die rechten Kräfte würden sich unter anderem mit ökonomischen Themen auseinandersetzen oder mit juristischen Themen. Auch das ist ziemlich wirr und passt nicht immer. Wenn ich mir anschaue, ich habe ja ein Buch von Sarah Wagenknecht zum Beispiel gelesen, die ja in der Linken ist und die dort sehr viele ökonomische Themen angesprochen hat und die Probleme, die wir in unserer Ökonomie haben und die ich als Volkswirt 100% unterschreiben kann. Ein sehr gutes Buch, das ich jedem empfehle. Aber gleichzeitig sind das angeblich rechte Themen. Ist Sarah Wagenknecht eine Rechte unter den Linken? Ist doch albern, oder? Genauso spricht Herr Gysi ja auch immer wieder juristische Themen an, was ja auch sein Fachgebiet ist. Und zum Beispiel zweifelt er die Souveränität Deutschlands in einigen Punkten an. Und das seien ja angeblich rechte Themen. Gysi ist ja nun ein Linker. Also man merkt, das ist ziemlich absurd, diese Unterscheidung in ganz vielen Fällen. Und es macht mir